Ja, moin moin und willkommen wieder zurück zu Let's Play Evil Genius. Ja. Gut, das ist alles hier planmäßig, läuft das schon mal ganz gut. Stromgenerator baue ich jetzt auch gleich, damit mein Strombedarf gedeckt ist. Also halt Kleinigkeiten nur, aber mein Plan läuft und mein Plan wird auch in die Tat umgesetzt. Ich stehle mich hier gerade an Amerika. Ja, an Amerika, schön dick und reich. 4000 jetzt schon das Einkommen, das geht eigentlich schon mal. Gut, wird wohl doch langsam ein bisschen höher, aber pff, was soll's, sollen sie mal herkommen. Also normalerweise hätte ich jetzt schon massig an, ja, Agenten hier auf meiner Insel. Aber das kommt halt nur daran, wenn man diese Alte halt nicht gefangen nimmt und verhört, passiert da überhaupt nichts. Außer, dass sie jetzt hier in meiner Putze rumrennt. Na gut, okay. Lass ich ein bisschen rennen. Irgendwann muss ich noch eine Gefängniszelle bauen und die dann noch verhören. Und dann kriege ich dann eben hier halt Kammerdiener als Personal. Dann ist ja das Personal-Button Kammerdiener freigeschaltet. Sehr schön. Okay. Und sie tobt und freut sich hier in meiner Gefängniszelle, in meinem Quartier rum. Findet sie wohl ganz schick hier. Kann vielleicht nochmal hier und da ein paar Ecken sauber machen. Weil meine Bauarbeiten hinterlassen ganz schön Dreck. Ne? Wenn sie schon mal da ist, dann soll sie das auch gleich machen. 27, so, 27 werde ich natürlich auch gleich wieder benutzen, brauchen, holen. Es könnten vielleicht noch ein paar mehr sein. 27 ist noch ein bisschen wenig, finde ich. Dafür müsste ich jetzt aber, glaube ich, einen neuen Raum anlegen, so wie es aussieht. Oder ich müsste... Das blockiert. Blöd, Spinte einfach im Raum verteilen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Gucken wir mal nach. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und das Objekt wurde in Auftrag dahin gegeben. Und dahin. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Muss man hier auch gucken, dass die Wege nicht blockiert sind. Ich denke mal, das müsste dann reichen. Das, was ich dann also am Bediensteten bekommen, müsste dann, glaube ich, reichen. Hier wird ja noch nebenbei noch der Generatorraum gebaut. Sehr schön. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Wie sieht's denn hier so aus? Ja, ihr klaut mir weiterhin Geld. Sehr gut. Geld brauche ich auch. Schön viel Kohle klauen, Leute. Den alten Omis und Oppis die Taschen leer machen. Aber ganz flotti. Ich brauche hier Kohle. Und das nicht gerade zu wenig. Oh, meiner Gefrierkammer ist nichts los, ne? Ich krieg auch... Ehrlich gesagt, ich krieg auch wirklich gar keinen Agenten, ne? Das ist total krass. Man kriegt nicht einen einzigen gegnerischen Agenten. Man kann sich ja also gerade wild links durch die ganze Weltbevölkerung stehlen. Ohne überhaupt Angst zu haben, dass irgendwo mal ein Agent antanzt. Und sich da am Anfang schon mal ein kleines schönes Vermögen erscheffeln, würde ich sagen. Depot lagert neue Objekte. Ach nee, Hotel will ich jetzt nicht bauen. Nein, will ich auch nicht haben. Hotellobby will ich auch nicht haben. Die Hotelhalle nehme ich auch nicht. So. Ja, das wäre jetzt ja krank, wenn ich hier so ein Hotel bauen würde und mir das überhaupt nichts bringen würde. Ist natürlich logisch, ein Hotel anzubauen, ne? Ist klar. So, was haben wir jetzt auf 30? Na gut, die 30, 31 nehme ich da auch noch gerne mit. Immerhin mehr Leute als genug. So, wie viel klaue ich hier noch gerade? 4000. Könnte ich ja mal eben kurz zwei Arbeiter hier hinsetzen. Und mir das dann hier noch erstehlen. Weil es einfach noch rumsteht. Und harmlos aussieht. Macht Spaß, ne? Ist witzig. Oh, mein Vogel hat auch schon langsam die Schnauze hängen gehalten. Hast du mal nichts zu meckern? Mein Wunder. Der hat mal nichts zu meckern, unglaublich. Ich bin beeindruckt, der hat nichts zu meckern. So, kann er hier aus dem Computerding hoch? Okay, das geht auch offensichtlich auch. Ich weiß nicht, was das ist. Aber egal. Ich habe es einfach gemacht. Mal gucken, müsste ich mal nachgoogeln, was das ist. Wenn die das so machen. Ich glaube, das heißt, dass sie da in dem Bereich vielleicht schneller arbeiten. So. Gucken, was meine Bimbos hier so abziehen. Nicht viel. Kohle kommt auch wieder an Land. Sehr schön. Das lohnt sich. Wie viel jetzt 1000 hier gerade in Amerika rumzustehlen, das ist schon ganz gut. Das lohnt sich schon.
Wie schon gesagt, Angriffe oder sowas alles brauche ich jetzt gerade nicht zu befürchten. So, pack den Generator aus, dann habe ich gleich wieder mehr Saft. Super, das reicht. Grün ist gut. Rot ist schlecht und ja, den Rest können gelbes Mittel, ne? Ist klar, ne? Denke ich mal, ne? Ist uns allen ja verständlich. So, ja klar, okay. Dann wenn ich jetzt hier reinkomme... Die ist ja cool gelegt. Oh Mann. Sieht irgendwie cool aus. Scheiß drauf, die lasse ich sogar noch so stehen. So, Generator habe ich. Das habe ich. Geld kommt. Jetzt muss ich halt nur noch ein bisschen warten und dann kann ich eigentlich die alte hier verhören. Dann könnte ich ja schon mal auch die Sachen dafür auch schon mal bauen. Eine Gefängniszelle ist ja eigentlich nicht sehr groß. Da brauche ich auch nicht so viel Platz für. Wo ist sie denn, die Gefängniszelle? Gefrierkammer? Korridor? Bin ich jetzt vorbeigehuscht? Ich glaube, nee. Kraftwerk, warte mal. Ist die Waffenkammer? Das ist klar. Warte mal, jetzt muss ich selber mal ganz kurz nachdenken. Ich hatte damals... Okay, das stimmt. Gut, dann baue ich mal die Waffenkammer. Dann müsste die das ja eigentlich sein. Ich habe gerade eine Waffenkammer gebaut. Okay, egal. Braucht man irgendwann auch nochmal. So, könnte ich jetzt noch ein bisschen ausziehen. Ein bisschen erweitern das ganze Ding hier. So. Der Raum wollen wir mal. Der Bau des Raums geht ja, weiter. Wusste ich doch. Eine Gefängniszelle, ja, die brauchen wir dann. Objekt wurde in Auftrag gegeben. Stahltür haben wir hier auch vor. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und eine Stecho, damit wir wissen, ob die Leute hier da sind. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Ein bisschen Schnickschnack gehört halt dazu. Und ja, mit dem Geld läuft ja schon mal ganz gut. Ja gut, jetzt klar. Aber es läuft schon mal, also das ist schon mal alles fast richtig. So. Hier stehe ich jetzt auch noch. Aber ich will hier eigentlich... Mission beginnt. Diese Sache hier machen. Zwei Arbeiter habe ich hier reingepackt. Zwei sollen das klauen. Mal gucken, ob es klappt. Ich glaube, es klappt gar nicht. Nö. Klappt auch gar nicht. Ha, wie witzig. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht so ganz genau. Klaue ich mich halt noch ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, diese Mission kann man erst machen, wenn man dann auch diese Kammerdienerin bekommen hat. Okay. Dann nehme ich die zwei weg und tue einfach die zwei hier wieder hin. Klaue ich mir noch mehr aus dem Land da. Weg. Na gut, wusste ich nicht. Einige Sachen, die ich noch zu... Ja, die ich noch wissen muss. Oh, die Gefängniszelle wird auch schon mal gebaut. Ja, hier ist natürlich noch nicht so viel. Hier müsste eigentlich alles voller Gold sein. Dann passt das ungefähr für meinen Geldstatus. So lange werde ich auch spielen natürlich, bis hier alles voller Gold ist. Nee, das wäre eindeutig zu krank und würde euch eindeutig viel zu sehr strapazieren. Da habe ich keinen Nerv drauf. Oder? Kommt doch was. Abbrechen. So, jetzt wird hier noch mehr geklaut. Ach, halt eine Sabbel. Ist nur schief gegangen, weil ich es wollte. Okay. Ja, ihr hört, ich bin ganz schön stark erkältet, aber... Was soll man machen, ne? Keine Ahnung, also im Moment ist ja auch richtig Erkältungszeit, muss man ganz ehrlich sagen. Bei dem Wetter da draußen, mit den ganzen Umschwüngen, die da alle kommen, ist das ja auch wirklich kein Wunder. Dass man sich dann schnell was einfängt, das ist klar. Ja, oder findet ihr das Wetter normal? Jetzt, heute haben wir, ich glaube, plus 8 oder 9 Grad draußen für Dezember. Das ist doch schon sehr lustig, ne? Ich glaube, letztes Jahr um diese Zeit hatten wir sehr, sehr viel Schnee. Ja, da war schon richtig verschneit hier. Aber... Naja, gut. Wetter, da steckt man halt nicht drinne. Und ja. Was soll ich sagen?
Soll das Wetter doch machen, was es will. Solange es nicht wie in 2012 eine riesige Flutwelle gibt und die alles absäuft, naja. Gut. Aber überlegt mal, Afrika war hochgesetzt, was war denn mit Europa? Haben die das auch überlebt? Das würde mich mal interessieren. Normalerweise ist Europa ja eigentlich der Hauptkontinent, wo sich alle anderen Kontinente gespalten haben. Amerika, Australien hat sich dann abgespalten. Also Europa, ja, ist das Mittelstück damals gewesen. Und ja, bin ja mal gespannt, was das Jahr 2012 für uns bereithält. Maja, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen? Glaube ich daran, glaube ich da nicht dran? Im Endeffekt ist es mir egal. Weil irgendwann drückt sowieso mal einer auf den Knopf, dann ist das Ding hier alles sowieso erledigt. Sagen wir es mal so, ne? Irgendwann entweder der Mensch zerstört sich selbst. Davon bin ich ja eigentlich fest in der Ansicht nach. Oder halt eine Klimakatastrophe, der ganze Planet weg. So, oder was gab's noch für schöne Sachen? Sonnenstrahlen, ja genau, Sonneneruptionen. Auch eine schöne Sache. Wenn man nochmal ordentlich gegrillt auf 300 Grad, knusprig wie ein Backhähnchen. Auch nicht schlecht. Ja, also man Weltzerstörungstheorien hat man ja schon mehr als genug gehört. Und wenn ich jede davon glauben sollte, würde die Welt auf unterschiedliche Art und Weise untergehen. Obwohl mir würde die liebste Weltuntergang sein. Godzilla kommt her und trampelt uns platt. Japaner sind da ein bisschen kreativer bei, die denken sich doch gleich, Godzilla macht alles nieder. New York hat ja auch schon fast einen Erdboden gleich gemacht, also warum nicht? Ist auch was Schönes, oder nicht? Da haben wir irgendwas noch die Chance, uns noch zu wehren gegen Godzilla. So. Deswegen, wenn, dann Guzzi. Dann haben wir jedenfalls noch ein bisschen Chancen. So, das war's zum Thema Welt im Arsch. Ja, wie mache ich jetzt hier weiter? Also in Amerika sammle ich mir gerade einen schönen ordentlichen Wutbalken an. Und die Rest der Welt lasse ich eigentlich noch schön in Ruhe. Aber die Amis, die sind natürlich gerade gut drauf. Ich könnte ja sowieso noch nichts machen. Ich könnte noch nicht mal die Alte jetzt gefangen nehmen oder so. Nö, ich müsste ja sowieso noch ein bisschen Geld sammeln. Wo ist Boogie Boogie? Da ist er. So, komm mal hierher, mein Freund. Ja, und wie schon gesagt, ich weiß nicht, wie das hier auch schneller zu machen geht. Glaube auch gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man das Spiel auch schneller machen kann. Das ist eben so eine Sache, die ich noch nicht weiß. Aber egal. Es läuft ja alles bisher ganz gut. Geld kriege ich ja auch immer sehr vieles dazu, weil ich eigentlich auch kaum noch Ausgaben habe. So, das war's mit der Gefängniszelle. Der Rest ist alles hier durch. So. Also habe ich jetzt auch erstmal noch nicht mal Ausgaben. Doch, eine habe ich noch. Ich wollte eine Stahltür hier reinhauen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Die wird mich jetzt ins Minus hauen. Diese eine Stahltür. Ja, klauen wir hier schön Geld zusammen. Und könnte dann auch bald mal richtig loslegen, würde ich sagen. Gefängniszelle habe ich jetzt. Ich muss die Alte ja noch verhören. Wo ist denn dieser Verhörstuhl? Ah, das kommt erst, wenn ich die Alte gefangen habe. Ach so, alles klar. Stimmt ja, das kommt dann ja erst. Ja, ich warte jetzt noch kurz ein bisschen. Hauen wir noch kurz ein bisschen Geld an Land und dann legen wir los, würde ich sagen. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute, sechs. Ja, ich habe ja meine 15 Minuten noch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt schon anders. 12 Leute habe ich da stehen. 19 noch in der Basis. Geld kommt an Land. Könnte ich noch mal ein paar hinschicken, mal richtig Wut auslösen und dann war's das. 9 Stück schicke ich da noch mal hin. So, dass sich 10 auf alle Fälle definitiv noch in der Basis befinden. Und dann, wenn ich mir das Kleingeld hier zusammengesammelt habe, lege ich dann los, ja. Und ich sage erstmal, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Evil Genius mit meinem meckernden Vogel. Also, bis denn.